Willkommen zurück in einer neuen Folge von Elden Ring, wo ich jetzt immer noch auf der Suche nach Katakomben und Höhlen bin, die ich mir noch nicht angeschaut habe. Und ich bin jetzt hier wieder in Gelmir, hier an dem Leuchtfeuer, Ort der Gnade, Donnerstrom. Und hier soll sich noch eine Höhle befinden, die Höhle des Zauberers oder so ähnlich. Das hier hatten wir ja beim letzten Mal schon gemacht, die Katakomben von Windham. Und hier, wie gesagt, soll noch eine Höhle sein. Dann gucken wir doch mal. Ach du lieber Himmel, ist die jetzt da unten oder? Könnte da unten sein. Aber hier oben ist ja nichts. Wie komme ich denn da runter? Gar nicht. Oder hier irgendwo? Nee. Nee, hier ist ja irgendwie nix. Nee. Da muss ich mal gucken, wie ich da runterkomme. Gar nicht. Komme ich nicht runter? Oder hier von hier aus? Ich gehe mal von hier aus dahin. Ich weiß es nämlich nicht, ob das da unten ist, an dem See. Oder ob wir da irgendwie oben irgendwo rein müssen. Ich schaue da mal, ob man da überhaupt unten entlang laufen kann. Oder ich habe eine falsche Information bekommen. Das kann natürlich auch sein. So. Muss ich jetzt dahin? Ich muss jetzt da hinten rum. Schauen wir mal. Da runter, oder wie? Da war doch auch immer so ein Drache hier, der da. Wo ist der hin? Verschwunden? Ist ja unangenehm darunter. Was, wo habe ich denn hier mein Ding? Habe ich den jetzt verloren, oder? Den. Drei. Schauen wir mal. Drei da unten. Gut, dann muss ich mich hier von unten nähern, weil da runterspringen ist, glaube ich, keine gute Idee. Gucken wir mal. Ach, ist immer noch so tief da. Ich hätte einen anderen Ort der Gnade wählen sollen hier. Na. Ich glaube, da bin ich schon mal durchgerusht, da unten. War irgendwie auch relativ unangenehm. Genau, da gibt es solche Giftblümchen. Also wenn hier eine Höhle sein soll, warum habe ich die dann nicht gefunden? Frage ich mich da. Wahrscheinlich, weil ich nicht genau genug hingeguckt habe. Das wird es wieder gewesen sein. So. Hier? Ah, hier ist die Höhle. Hier ist die Höhle. Offensichtlich habe ich die nicht gefunden. Höhle des Weisen. Ach, nicht des Zauberers, des Weisen. Ah, okay. Gut. Gut. Keine Ahnung, warum ich die immer. Die aktiviere hier die. Diese Herbeirufungs.
auch sicher wieder auf, oder? Ja. So. Hey, cool. Mit Tropfsteinen. Nachdem hier so große Blutflatschen sind, nehme ich an, das ist keine gute Idee, da runter zu springen. Deswegen laufe ich mal hier hin. Oh, hier gibt's Kisten. Kisten und das Spiel ruckelt. So, was haben wir hier? Verlorene Kriegsasche. Und verjüngende Boli. Oh, da werde ich jünger. Cool. So, das ruckelnde Spiel macht mir aber jetzt hier keinen Spaß, ehrlich gesagt. Oh. Ah. Oh, 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 nein, 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 nicht alle auf mich, Leute. Beruhigt euch wieder, beruhigt euch wieder. Wieso ruckelt das jetzt so? Glühwürmchen. Oh, und auch Kisten ohne Ende. Leute, es gibt hier Kisten. Silberner Federtierfuß. Eine schwarze Kapuze. Habe ich sowas nicht schon mal? Weiß ich es gar nicht. Ein Kerzenbaum-Holzschild. Und ein heranwachsender Schmetterling. So. Oh, das sind noch mehr von denen. Ah. Oh, da ist noch einer. Ah. Geh weg. Ja, Himmel. Ah. Bin ich da irgendwie festgehängt hier? Bleib ich da an so einem Felsen hängen? Ich glaub's ja nicht. Der hat mich aber auch nicht da rausgelassen. Mich da gegen die Wand genagelt mit seinem Schwert hier. Ah. Irgendwie dauert das Laden länger jetzt. Oder es kommt mir nur so vor mit dem blöden Patch. Ich glaube, das waren 3,5 Gig, die der da runtergeladen hat hier. So. Gut, das ganze Zeug brauche ich jetzt hier nicht so unbedingt einsammeln. Ihr habt mir ja gesagt, dass man hier mit irgendwelchen... Ach, das ruckelt immer noch so. Das ist ja furchtbar. Mit irgendwelchen heiligen Schwertern hier... dafür sorgen kann, dass die nicht mehr aufsch... Ah. Ah, da ist noch eine Kiste. Ich glaube, ich muss da doch irgendwie... Und noch mehr Kisten. Oh mein Gott. Ah.
Ja. Ach Gott. Oh! Oh mein Gott, wie peinlich. Nee, also schnell durchrushen ist hier nicht. Hm. Also immer schön langsam. Aber dass die halt immer wieder aufstehen, ist halt total dämlich. Okay, hilft ja nichts. Wir wollen ja das ganze Loot haben hier. So. Dann müssen wir halt uns einen nach dem anderen hier holen. Die sind jetzt hier irgendwie drin. In dieser Höhle. Ah. War der Overkill. So, das hatte ich aber alles schon hier, oder? Ja. Eigentlich brauche ich ja goldene Glühwürmchen, so für goldene Federtierfüße irgendwie. Warte. So, da hinten war jetzt noch einer, okay. Wieso ist der wieder auf? Ich hab doch hier drauf gehauen. Ah. Oh, ein Steinschwertschlüssel. Die kann ich ja immer gut brauchen. Also Kisten gibt's hier reichlich. Goldener Großpfeil. Raptorkrallen. Okay. Drachenwundenfett. Ich wüsste, wofür ich das alles brauche. Meine drei Runen, die ich jetzt hier noch habe. Also gut, jetzt muss ich wohl darüber hüpfen. Oh mein Gott. Ja, das habe ich mir schon gedacht, Leute. Meine Güte. Okay, jetzt versuche ich da doch da durchzulaufen. Wahrscheinlich ist es gar keine gute Idee, aber ich habe nicht die ganze Lust, hier alle nochmal mir da einzeln vorzunehmen. So.
Wahrscheinlich verlaufe ich mich jetzt. Oder ich hätte da irgendwo runterspringen müssen, kann das sein? Komme ich da auch irgendwie hin? Nee. Ah, komm. Vielleicht, ich könnte ja... Ah nee, darüber, genau. Nee, das geht hier nicht. Das geht nicht. Himmel, ich will hier mein Schwert wechseln. Oder meine Waffe wechseln. Machen wir es mal so. Wahrscheinlich bringt das eh nichts und die sehen mich hier. Ja, haben wir doch gedacht. Doch da hoffentlich runter, oder? Ah, okay. Nochmal Kisten. Schwarze Rabenvogelfeder. Oh, das ist eine coole Rüstung hier oder cooles Set. Skelettmaske. Habe ich schon mal bei irgendjemandem gesehen. So, und was ist da jetzt für ein Boss drin? Schlaf versuchen. Angriff versuchen. Ja, was denn nun? So, zack, die Bohne, weg ist er. Köpfe der Familie. Köpfe der Familie. Was ist denn das hier? Ups. Köpfe der Familie. Ist das ein Zauberstab? Köpfe, ein Flegel, Schlag, familiärer Groll. Drei Köpfe sind den Häuptern seiner Familie und seiner zwei Kinder nachempfunden. Schüttelt sanft die Kupferköpfe, um rachsüchtige Geister zu rufen, die Gegner verfolgen. Hä? Witzig. Okay. Skaliert ein bisschen mit Weisheit. Und mit Geschick. Hä? Witzige Waffe. Okay, gut. So. Ich gehe jetzt mal hier wieder raus. Und wir gucken mal, was jetzt noch so in der Nähe ist hier. Ich glaube, ich werde dann in der nächsten Folge mal wieder in der Hauptquest weitermachen oder in der Hauptgeschichte und einen der letzten Bosse erlegen, weil andauernd noch irgendwelche Katakomben und Höhlen zu machen, ist natürlich auch etwas nervig. Oder für euch langweilig. So, Höhle des Weisen waren wir jetzt dann. Das nehmen wir noch mit. Knospen, weil die so hübsch sind. Das können wir hier wegmachen und ich guck mal, wo ich noch andere Sachen habe. Ich glaube, hatte ich in Caelid noch irgendwas da? Ich glaube, das waren aber Katakomben. Das heißt, man muss da wieder rätseln und ein
Schalter finden. Ich schau da mal rein. Ach, und diese Raben, das Rabenset wollte ich mir ja auch noch angucken. Ich glaube, das sieht ganz cool aus. Schauen wir mal. Was ist denn das? Schwarze Raubvogel. War das Raubvogelfedern oder Raben? Dings. Eileen, the Crow lässt grüßen, oder? Okay. Gut, ziehen wir das mal an. Und wir wollten ja nochmal gucken. Genau, das ist. Wieso kann ich hier kein Pferd rufen? In der letzten Folge sind wir ja hier runtergefallen und abgestürzt. Deswegen will ich da mal gucken, wo ich da besser runterkomme. Libelle. Oh, nein, nein, nein. Oh mein Gott. Geh weg, geh weg. Ach, hier hätte ich runterhüpfen können, okay. Oh mein Gott. Jetzt bin ich schon wieder hier im Überlebensmodus. Ach, du lieber Himmel. Komm, Pferd. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Noch ein Dingsi? Da, genau. Jetzt haben wir doch hier die Höhle gefunden. Oh, nein, nein, nein. Ach, ja, der bringt mich jetzt hier noch um, oder was? Kurz bevor ich hier drin bin. Ah, schnell, schnell, schnell hier rein in die gute Stube. Katakomben von Caelid. So, okay. Reingerettet. Ich gebe ja zu, man kann das irgendwie langsamer und vorsichtiger machen, aber... Genau, jetzt machen wir die Katakomben hier noch und dann denke ich... werde ich in der nächsten Folge hier... Ach du guter Gott. Ach, du lieber Scharlachfäule hier. Vorsicht vor links. Oh je. Und stehst du auch wieder auf? Oh Mann. Ich habe wieder ein sehr ungutes Gefühl hier. Aber es ruckelt im Moment nicht mehr. Ach, schon wieder ein Scharlachfäule. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was? Wie
komme ich denn da am besten rüber, ohne dass ich jetzt hier... gar nicht. Und wieso kann ich den nicht anvisieren? Dieses blöde Teil da. So, dann gehen wir nochmal gucken. Wie komme ich jetzt hier am besten rüber? Oh. Oh, nein. Oh. Oh Gott, jetzt bin ich hier gerollt. Alles gut, alles gut, alles gut. Shit. Oh mein Gott. Ich gehe jetzt hier wieder an den Ort der Gnade zurück und heile mich nochmal. Wieso findet man da keine Sobolis hier? Wieso bin ich hier immer noch vergiftet? Ich glaube, ich habe aber hier davon nicht mehr so viele. Ah. Hm. So. Gucken wir hier nochmal. So, und wo ist denn dieses Skelett jetzt dahergekommen? Ach, das steht da auf. Okay, mal gucken, ob wir uns hier irgendwie in Sicherheit bringen können. Oh ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Wo soll ich denn bitte jetzt hier die... Den Hebel? Wo soll denn der jetzt gewesen sein? Hm. Blumen daher Fernkampf versuchen. Also die Blume hatte ich ja hier schon mal. Manchmal muss man ja auch einen Gegner erledigen. Damit die Tür hier aufgeht. Aber die Blume hatte ich ja schon mal. Das weiß ich auch nicht. Oh, ein Rätsel. Daher Angriff voraus benötigt. Da. Ah. Ja, das ist ja... Wie soll man das denn finden, wenn sich hier keiner irgendwie erbarmt und irgendwas auf dem Boden kritzelt? So, Gespenst voraus. Was für ein Gespenst? Feuer versuchen, habe ich nicht. Rücken versuchen, habe ich auch nicht.
Aber ich habe die Tischi. Friedhofsschemen. Oh, ich bin gefangen. Ich bin gefangen. Asche des Spross der Fäulnis. Okay. War es das alles? Habe eine Asche bekommen, aber ansonsten nichts. Na gut. Gehen wir zum Eingang zurück. Und schau mal, wo ich nochmal so... meine Marker hingesetzt habe, wo es nochmal was gibt. Erstmal wieder hier raus, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die Ladezeiten sind länger. Ob das mit dem Patch zusammenhängt oder ob ich es mir nur einbilde, keine Ahnung. Kaelit, so. Hatte ich da oben bei der Hauptstadt nicht noch irgendwas? Hier. Also, hier gibt es irgendwas, das habe ich auch noch nicht angeschaut. Das ist noch eine Kirche. Und hier müsste es irgendwie unten noch eine Grotte geben oder so. Ich weiß, ich glaube, das ist nur ein Tunnel. Wo reisen wir denn da jetzt hin am besten? Hier hin. Nee, ich hätte da oben. Ah, ist egal. Ist egal. Werden wir schon sehen. Keine Ahnung. Also die Kirche da oben will ich ja mir noch angucken, um zu sehen, ob ich da noch eine hier eine goldene Saat bekomme. Das wäre ja sehr nice. Wo bin ich jetzt? Hier? Ich muss hier erstmal unten auf die Straße. Genau. Ach, hier war immer dann der Drachen. Oder? Nee. Wo ich dann immer nur geflüchtet bin, oder? Weiß ich gar nicht. Genau, die Kirche da oben hatte ich nämlich noch nicht, oder? Nee. Ist das überhaupt eine Kirche? Oder ist die da oben? Hier habe ich auch noch einen Ort der Gnade. Habe ich den noch nicht angemacht? Nö, auch einen neuen Ort der Gnade gefunden. Ah, ja. So viel übersehen. Ich glaube, die Kirche ist da oben auf dem Berg. Da komme ich so nicht hin. Hier sitzt wieder so ein Geist. Wo ich nicht weiß, was der mir sagen will. Mal schauen, ob hier irgendwie so ein Geistersprungteil ist, dass ich da hochkomme. Oder... Oh Gott. Falle ich hier beinahe rein. Oh je, oh je. Gut. Nee. Dann gehen wir jetzt den Tunnel suchen. Die Kirche guck ich mir hinterher an. So.
Aber hier auch noch nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ihr habt doch diese Gegenden hier. Also zigmal abgeritten, dachte ich. Zahn. Offensichtlich nicht. Genau, dann gehen wir hier mal entlang. Das muss hier unten irgendwo sein. Ich war doch hier erst. Und hab hier... Ich hab mir hier nochmal alles angeschaut. Das ist... Oh, ein Bär. Hallo? Hallo, Bär? Oh, noch ein großer Bär. Weit weg. Ja. Komm. Er ist tot. Bisschen Blut und Zeug kriegen wir hier. Gut. Ich wollte aber jetzt eigentlich diese Höhle hier. Wo ist denn die? Weil ich bin hier erst durchgelaufen. Ah je. Genau, und dann habe ich hier hinten das gesehen und da bin ich nicht rein. Vor lauter Schiss. Weil ich da oben diese... Tischi, was machst du da? Genau. Hol sie dir. So, und hier haben wir dann die Höhle, genau. Weil ich da oben diese beiden Brückenwächter da nochmal mir vorgeknüpft habe. Die hatte ich nämlich da immer noch rumlaufen. Ups. Und die habe ich auch mal so... mir noch vorgeknöpft, weil ich diese ganzen Minibosse noch machen wollte und naja, okay, gut, jetzt schauen wir mal. Sammeln wir hier Höhlenmoos. Ich hoffe ja, ach Gott, dass hier nicht wieder irgendwie so Skelette, die wieder aufstehen, drin sind. Ach, hallo? Wo ist die jetzt hin? Da. Und schon wieder so giftige Blumen. Ich kriege nur Moos, oder was? Kristallhöhlenmoos. Soll ich hier diese Blume da noch wegschnitzeln, oder?
Boah, die hat jetzt gerade sich hier zum Angriff gewappnet. Ich hab das gemerkt, liebe Blume. Jetzt verliere ich hier gleich wieder den... Oh, noch eine. Den Überblick, wo ich schon mal war und wo nicht. Scherbe eines lebenden Gefäßes. Das kriegt man doch eigentlich nur, wo so Töpfe sind. Okay, hier geht es sowieso nicht weiter, also. Hopsen wir mal hier runter. Hier stehen lauter tolle Nachrichten. Ja. Muss ich die kleinen Blumen jetzt hier auch wegschnitzeln? Ja gut, kann ja nicht schaden, wenn ich hier was untersuchen will und gucken, ob hier tolle Sachen... Oh, hier sind zwei Kisten. Ah. Parfümflaschen. Nochmal eine Scherbe. So. Gott sei Dank sind hier nicht die Pfützen auch noch giftig oder voll Scharlachfäule. Soll ja durchaus vorkommen. Monster voraus. Hier war ich schon mal. Genau, hier war ich schon mal. Da kommt man irgendwie über eine andere Höhle hin. Über die hier, glaube ich, über den Altustunnel kommt man hier rein. Und dann... Ey, das ist ja cool. Weil da war ich nämlich da drüben gestanden. Und habe hier dieses Riesenmonster, was da runtergekommen ist, weggeschnetzelt. Und habe mich dann gewundert, wie ich hier zu diesem Item komme. Das ist ja witzig. Genau, da bin ich nämlich da drüben noch rumgelaufen und habe geschaut und habe mich dann gewundert, dass ich hier gar nicht rübergekommen bin. Ach nee. Bisschen Kram einsammeln. Stein. Eine Rune. So. Kann ich jetzt hier... Ja. Weiß ich nicht. Ja. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Oh, nee. Faulige Blüte als Boss. Das ist ja auch... Tishi ist von dem Gift unbeeindruckt. Maltöter Großbeil kriegen wir. Okay. Okay. Gar nichts.
nichts mehr zum Aufsammeln. Ja, meistens kriegt man ja hier in den Bossräumen nichts mehr zum Aufsammeln. Aber manchmal stehen da ja irgendwelche Truhen noch rum. Aber hier nicht. Gut. Okay. Dann denke ich, war's das wieder hier für diese Folge. Wir haben jetzt wieder 3 Sachen erledigt. Und jetzt haben wir 2 Folgen hintereinander noch irgendwelche Sachen aufgeräumt. Ich glaube, meine fehlenden Katakomben und so, die mache ich jetzt mal ohne Aufnahme. Und gehe in der nächsten Folge hier doch mal weiter in der Hauptstory. Sonst wird es ja zu langweilig. Genau. Ich habe jetzt noch ein paar Runen, da kann ich noch meine fehlenden Anrufungen da kaufen, die ich beim letzten Mal nicht hatte kaufen können, mangels Geld. Und ja, wie gesagt, anrufen kann ich sowieso jetzt relativ wenig mitnehmen, weil ich die ganzen Voraussetzungen dafür ja nicht habe. Da ist der blöde Bär wieder. Okay, gut. Dann machen wir in der nächsten Folge wieder hier in Leyndell weiter, glaube ich. Hier irgendwo. Was ist gar nicht? Schlafgemach der Königin, glaube ich. Oder waren wir hier hinten? Heiliger Turm von Ostaldos? Ich weiß gar nicht mehr. Gut, ich werde es dann in der Zwischenzeit mal erforschen, wo wir hin müssen. Und dann werden wir uns den nächsten Boss vorknöpfen, denke ich. Und da werde ich wieder eins auf die Waffel bekommen. Ich würde mich aber trotzdem freuen, wenn ihr dann wieder reinschaut. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.